Feuer in Netphen. Zu einem Brand in unmittelbarer Nähe ihres Gerätehauses mussten die Kräfte der Feuerwehr am Freitagnachmittag gegen 17.35 Uhr ausrücken. Der Feuerwehrleitstelle in Siegen wurde in einem Haus am St. Petersplatz ein Zimmerbrand gemeldet. Mit zwei Trupps unter Artenschutz gingen die Kräfte ins Dachgeschoss vor, um das Feuer zu löschen. Zwei Personen zogen sich eine Rauchvergiftung zu, ein Notarzt musste eingesetzt werden. Beide Personen mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung kontrollierten die Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera das Dachgeschoss nach weiteren Brandnestern. Über eine Drehleiter öffneten die Feuerwehrleute mit einer Kettensäge mehrere Quadratmeter der Dachhaut. Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.